Was du hier siehst, sind unsere magnetischen Messerhalter aus Massivholz. Und wie wir die herstellen, das zeige ich dir jetzt Schritt für Schritt. So, Holz ist vorbereitet und wir machen unseren Messerblock heute aus Eiche, aus Zwetschge und aus der Esche. Und dazu schneiden wir das Ganze erstmal in Streifen, machen dann eine Platte, eine große und gehen dann zur Hobelmaschine. So, weil wir für unseren Messerblock erstmal eine Holzplatte benötigen, hobeln wir jetzt halt unsere Streifen aus, damit wir sie einmal zu einer Platte verleihen können. Das Ganze machen wir über die Abrichtmaschine. Weil wir mehr Material da haben, als was wir benötigen, machen wir jetzt nicht nur einen, sondern gleich zwei Messerblöcke auf einmal. Dazu trennen wir unsere 5 cm Streifen einmal auf, haben dann sozusagen 2 mal 2,2 cm dicke Streifen und daraus können wir dann zwei Messerblöcke machen. Deswegen jetzt von der Hobelmaschine nochmal ganz kurz zur Formatkreissäge zum Auftrennen und dann nochmal rüber zur Hobelmaschine. So, das Ganze machen wir jetzt auf eine Dicke, damit wir eine schöne Platte machen und deswegen einmal auf einen dicken Hobel. Wir brauchen am Ende des Tages brauchen wir eine Platte, die wir dann in der Mitte einmal halbieren, die wir dann so umklappen und in der Mitte haben wir unsere Magnete. Und die Platte, die wir dann einmal in der Mitte teilen, die hat 2 cm. Auf dem dicken Hobel stellen wir jetzt deswegen 2,1 cm, dass wir auch am Ende immer noch mal Material haben zur Verfügung, was wir nochmal abnehmen können. Also fangen wir mit 2,1 an und starten. So, wir haben die Streifen abgerichtet, damit sie plan sind. Wir haben sie auf Dicke gehobelt, dass wir eine Dicke haben. Jetzt müssen wir die Leimfuge aber nochmal fügen, damit wir eine schöne Leimstelle haben, dass wir nirgendwo irgendwelche Schlitze haben. Deswegen noch einmal die Hobelmaschine umgebaut und jetzt einmal fügen. So, unsere Streifen sind jetzt ausgehobelt und fertig zum Verleimen, dass wir eine Platte am Ende haben. Deswegen auf zum Leimen, fertig, los! Wenn ihr euch fragt, was für ein Leim wir hernehmen, das ist ein D3-Leim, ein D3-Weißleim. Der ist Wasser. Unempfindlich, solange keine Staunässe da ist, also absolut ausreichend für unsere Zwecke und hält vor allem bombenfest. So, wichtig ist, dass wir auch wirklich jede Stelle da wischen, da wo kein Leim ist, da wo kein Druck ist, da platzt im schlimmsten Fall auf, deswegen immer anständig jede Stelle einmal verleimen. So, Eiche, Zwetschge, Esche, Zwetschge, Eiche. Ausrichten. Einen Niederhalter. Schwingen. Ja, dann
müssen wir noch mal ein bisschen nachjustieren. So. Solange der Leim noch nicht komplett abgebunden ist, könnt ihr natürlich noch ein bisschen spielen, dass wir hier eine glatte Oberfläche haben. Das kriegt man entweder durch einen Niederhalter oder halt einmal noch mal kurz justieren. Dann festziehen. Wenn mal Druck drauf ist, dann tut sich da auch nicht viel. Aber solange der Leim noch nicht abgebunden hat, kann sich da durchaus noch ein bisschen was tun. Da muss man einfach drauf schauen. So. Gut, fertig. Niederhalter weg. Nächste Platte. Zwinge funktioniert trotzdem noch. Auch wenn sie kaputt ist. So, unser Leim ist abgebunden, war jetzt eine Stunde in den Zwingen. Jetzt können wir die Zwingen lösen und für den nächsten Moment mal den Leim abkratzen. In der Regel machen wir das immer, dass wir eine Stunde ungefähr die Zwingen festgezogen haben. Dann ist nämlich der Leim eigentlich schon abgebunden und wir können aber die Überstände immer noch recht einfach entfernen. Denn egal, wo wir sie jetzt weiterverarbeiten, ob jetzt auf der Hobelmaschine, auf der Säge oder zum Schleifen. Uns würden diese Leimüberstände einfach stören, würden entweder irgendwelche Maschinentische zersauen oder Schleifpapier unnötig verbrauchen. Deswegen einmal abkratzen und in dem Stadion funktioniert das eigentlich noch recht gut. So, Nummer 1 und die andere Seite machen wir genauso. Wunderbar. Da sehen wir auch, ob wir gut gearbeitet haben. Wir haben keinerlei Spalte. Ideal. Sieht gut aus. So. Weil wir am Ende des Tages diese Platte in der Mitte einmal teilen, damit wir dann hier und hier unsere Magnete einsetzen können und das so zusammenklappen, muss das Ganze jetzt noch einmal plan werden. Plan werden heißt, entweder können wir es hobeln oder wir schleifen es. Wir haben jetzt bei uns eine Breitbandschleifmaschine. Und damit können wir es auf beiden Seiten richtig plan schleifen. Und das machen wir jetzt einmal. So, wir haben jetzt unsere Platten mit der Breitbandschleifmaschine einmal komplett plan geschliffen. Wir haben jetzt noch ein Material von 1,8 cm. Und das formatieren wir jetzt erstmal und schneiden es dann einmal in der Mitte durch, damit wir beide Seiten haben. So, wir haben jetzt unseren Messerblock entsprechend zugeschnitten. Wir sehen auch hier die Stirnseiten, die passen wunderbar zusammen. Und ja, als nächsten Schritt brauchen wir aber irgendwo die Magnete. Das heißt, wir werden jetzt auf der Innenseite eine Nut einfräsen, damit wir dann unsere Magnete hier einsetzen können. Damit der Magnet überhaupt wirkt, brauchen wir aber nur noch ungefähr 1 bis 2 mm Holzmaterial, damit der Magnet auch wirklich da durchwirken kann, also die Kraft wirken kann. Das heißt, es ist jetzt echt Millimeter-Aufgabe und das Ganze machen wir an der Tischfräse. Wir haben hier schon zwei Backen formatiert oder eingestellt und jetzt kann man entsprechend hier Einsatzfräsen und die Nut hier in beide Bretter einfräsen. Die Nuten sind gefräst, jetzt haben wir unsere Magnete und die Magnete, die haben ordentlich Power. Wir verwenden hier 1 cm hohe, die sind 1/2 cm stark
und 4 cm breit. Da kommen jetzt insgesamt 5 Stück in eine Reihe. Wir haben ja den Messerblock so konzeptioniert, dass wir auf beiden Seiten Messer dann hin tun können. Deswegen haben wir auf beiden Seiten die Nuten und auf beiden Seiten auch die Magnete. Das heißt, zuallererst müssen wir daraus mal eine lange Stange machen. In dem einen habe ich es bereits eingelassen und in dem anderen machen wir das gleiche auch. Da muss man echt höllisch aufpassen, weil die Dinger sind stark. Wir haben da einiges rumprobiert, bis wir endlich welche gefunden hatten, die auch entsprechend Kraft haben. Ja, weil die müssen ja immer noch durch 2 mm Holz durchwirken und dann auch noch größere Messer halten. So, plus, minus. Gut. So, wenn wir jetzt gut gearbeitet haben, passen die genau rein. Und das tun sie auch. Ja. So, damit die jetzt nicht wackeln, weil wir haben ja immer noch hier einen Hohlraum, füllen wir den Hohlraum aus. Wir haben jetzt hier einen Montagekleber. Da reicht es eigentlich, wenn wir jetzt das in allen Ecken und sozusagen überall einmal dran drücken. Muss man nicht komplett ausfüllen, der härtet auch ziemlich schnell aus. Genau, auch da gibt es unterschiedliche Montagekleber. Wir verwenden so den Klassiker unter denen. Ja. So, das reicht dann eigentlich schon. Da sollte natürlich nichts mehr drüber stehen, weil das würde dann unsere Leimfuge einfach nur stören. Und auf der anderen Seite genau das Gleiche. So. Passt. Und jetzt tragen wir auch schon den Leim auf unsere 2 Hälften auf. Hier sollte man natürlich jetzt zügig arbeiten, weil so ein Leim bindet auch irgendwann ab. Das heißt, nicht viel Zeit verwenden oder verplempern. Und ganz wichtig, überall sollte der Leim sein. Also wirklich an jeder Stelle vom Holz sollte Leim sein. Da, wo kein Leim ist, da ist einfach keine Verbindung, da reißt es vielleicht auf. Und das wollen wir einfach nicht. Deswegen bis in die Ecken. So. Das ist bei beiden lieber ein bisschen zu viel als zu wenig. Gut. Und jetzt zwingen, 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 zwingen. Damit uns die nicht abhauen, müssen wir einmal spannen. Und drücken sie dann runter. Der Leim braucht dann ungefähr so eine halbe, ja besser dreiviertel Stunde, Stunde, bis er komplett ausgehärtet ist, bis er komplett abgebunden ist. Und dann können wir die Zwingen erst lösen. Aber diese Zeit sollten wir ihnen auch wirklich geben, weil im schlimmsten Fall bricht irgendwo mal eine Leimfuge auf und dann haben wir einfach einen Riss drin und das wollen wir nicht. Deswegen lieber ein bisschen länger warten. So, die 2, die zum Stabilisieren sind, die kann man lösen. Und die haben wir jetzt eingebaut. Okay. So, haben wir dich.
Schlüssel kommt hier. Und dieser kommt. Das war der mittig. So. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 zwingen. Dreiviertel Stunde, Stunde warten. Und danach müssen wir noch einmal das Ganze schön formatieren. Weil wir haben jetzt halt überall natürlich den ganzen Leimüberstand. Den machen wir dann auch schön weg. Das schleifen wir dann noch. Genau, und dann geht es eigentlich schon ins Feintuning. Wir warten erstmal. Weiter geht's. Jetzt hat das ganze Spiel umgedreht. Entzwingen. Und dann in die Endbehandlung. Ich habe hier schon mal alles vorbereitet. Wir brauchen auf jeden Fall mal einen Akkubohrer. Wir brauchen einen Exzenterschleifer. Wir brauchen ein Stemmeisen. Wir gehen auch nochmal zur Formatkreissäge und auch noch zur Kantenschleifmaschine. Hört sich viel an, aber weit haben wir nicht mehr. Da ist der Magnet. So. Gut. Mit dem Stemmeisen haben wir hier das Stückchen Leim, was wir noch abkratzen. Und damit wir uns an der Kantenschleifmaschine nicht so schwer tun mit dem ganzen Leim, gehen wir einmal an der Säge und schneiden mal überall ganz, ganz feine Schnitt weg. So, jetzt sind wir an der Kantenschleifmaschine. Wir haben zwar schon mit der Kreissäge die gröbsten Überstände hier nochmal weggesägt, aber damit wir eine richtig schöne Kante haben, gehen wir jetzt nochmal an die Kantenschleifmaschine und tun alle vier Kanten nochmal schön schleifen. Gar nicht so einfach, wenn das Ganze ein Magnet ist. Weiter geht's an den Handmaschinen. Jetzt werden wir mit dem Exzenterschleifer mal die ganze Oberfläche schön schleifen, weil wir haben überall noch von den Zwingen und vom Leim natürlich Reste. Die machen wir jetzt erstmal mit einem 80er Schleifpapier weg, danach hüpfen wir auf den 180er, gehen einmal komplett nochmal rum, brechen dann nochmal die Kanten und dann sind wir auch schon beim Leim hin. Da ziehen wir jetzt einmal komplett durch. Kurzer Test. Richtig.
Da ist das gute Stück. Jetzt schauen wir auch nochmal, ob es funktioniert. Wunderbar. Das ist ein absolutes Unikat und den haben wir speziell jetzt halt für das Video auch hergestellt gehabt. Und was wir hier aber sehen, das sind unsere Standardmesserblöcke, die wir auch so schon im Shop haben. Da wären die Eiche, der Kirschbaum und die Nuss, alle eben auf dieser extrem edlen Edelstahlplatte. Und ganz neu und auch in den nächsten Tagen online haben wir hier unsere zwei Designerstücke. Die gibt es dann auch noch in Eiche, hier haben wir jetzt den Nuss und den Kirschbaum. Die sind etwas höher und haben eine leichte Schräge drin. Ja, und dadurch wirken die doch schon ziemlich edel. Wie gesagt, die nächsten Tage werden es auf jeden Fall im Shop zu finden sein. Die gibt es bereits und was ich mit dem mache, das werden wir noch mal gucken. Wahrscheinlich werden wir ihn verlosen. Deswegen abonnier doch den Kanal, vielleicht auch unseren Social Media Kanäle. Denn mal gucken, wo wir ihn verlosen werden. Und deswegen halte dich einfach auf dem Laufenden. Vielleicht bist du der Nächste, der diesen Messerblock bei sich zu Hause stehen hat. Deswegen freue mich, dass du so lange durchgehalten hast und bis zum nächsten Mal.